Der TSV Walmdorf ist deutscher Futsalmeister. Das bedeutet, dass wir Deutschland auf internationaler Ebene, nämlich bei der UEFA Futsal Champions League, vertreten dürfen. Alle Informationen rund um die Futsal Champions League haben wir für euch zusammengestellt. Die Champions League ist in zwei Phasen aufgeteilt. In die Qualifikationsphase, bestehend aus der Vorrunde, der Hauptrunde und der Eliterunde, und aus der Endphase, bestehend aus den Halbfinalspielen, dem Spiel um Platz 3 und dem Endspiel. Wir schauen uns zuallererst die Vorrunde der Qualifikationsphase an. Jede Mannschaft hat einen Koeffizienten, der sich aus mehreren Variablen, die sich auf die Leistung der Mannschaft bezieht, zusammensetzt. Mannschaften, die sich über einen qualitativ hochwertigeren Wettbewerb qualifiziert haben, erhalten beispielsweise einen höheren Koeffizienten als Mannschaften, die sich auf einem geringwertigeren Wettbewerb qualifizierten. Je nachdem, wie hoch dieser Koeffizient ist, muss man entweder die Vorrunde spielen oder man kommt sofort in die Hauptrunde. In der Vorrunde gibt es insgesamt 9 Gruppen. 7 Gruppen mit jeweils 4 Teams und 2 Gruppen mit jeweils 3 Teams. Auch der TSV muss sich über die Vorrunde für die Hauptrunde qualifizieren. Jede Gruppe spielt ein Mini-Turnier. Der Sieger jeder Gruppe qualifiziert sich für die Hauptrunde. In der Hauptrunde gibt es dann 2 Wege, den Weg A und den Weg B. Hierfür sind schon Mannschaften gesetzt, da sie einen höheren Koeffizienten zugewiesen bekommen haben. Die Mini-Turniere der Hauptrunde werden in 8 Vierergruppen ausgetragen. Jeweils 4 Gruppen in Weg A und 4 Gruppen in Weg B. Die Gruppensieger, die Gruppenzweiten und die Gruppendritten der Miniturniere in Weg A und die Gruppensieger der Miniturniere in Weg B erreichen dann die Eliterunde. Insgesamt sind nun nur noch 16 von anfangs 57 Mannschaften an diesem Punkt übrig. In der Eliterunde werden aus diesen 16 Mannschaften wieder 4 Gruppen mit 4 Mannschaften gebildet. Auch in diesen Gruppen werden wieder Miniturniere ausgetragen. Die Gruppensieger qualifizieren sich dann für die Endphase. In der Endphase spielen die Mannschaften zuerst im Halbfinale gegeneinander, bevor dann die Plätze 1 bis 4 in einem kleinen und in einem großen Finale ausgespielt werden. Nachdem wir uns den Turnierverlauf nun angeschaut haben, haben wir hier noch die wichtigsten Termine für euch. Am Donnerstag, den 4. Juli, findet um 14 Uhr in Nyon die Auslosung für die Vorrunde und die Hauptrunde statt. Die Miniturniere der Vorrunde sind im Zeitraum vom 27. August bis 1. September. Vom 8. bis 13. Oktober findet dann die Hauptrunde statt. Am 18. Oktober folgt dann die Auslosung für die Eliterunde, welche zwischen dem 19. und 24. November gespielt wird. Der genaue Zeitpunkt für die dritte Auslosung, bei der die Halbfinalpartien ermittelt werden, ist noch nicht bekannt. Auch die Termine für die Halbfinale und die Platzierungsspiele sind noch nicht abschließend festgelegt. Am Donnerstag wissen wir also, wo es für unsere Jungs hingeht und wen sie schlagen müssen, um in die Hauptrunde zu gelangen. Wir hoffen, dass wir euch einen kurzen Überblick über die UEFA Futsal Champions League geben konnten. Folgt uns auf Facebook und Instagram, dort halten wir euch immer auf dem Laufenden und beantworten auch gerne eure Fragen. Wir sind bereit. 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 Wir sind der TSV Walmdorf. Und wer seid ihr?